Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier bei der Schlacht von Babylon angekommen und stehen jetzt kurz vor der ja, Schlacht um Babylon. Ich nehme es nach wie vor nach der letzten Folge auf, direkt. Und ja, ich glaube, wir sollen die Armee von Babylon schlagen. Da würde ich mal sagen, versuchen wir doch mal hier direkt reinzugehen. Wobei natürlich ist da eine Mauer, ne? Ist klar. Ah, hier, okay. Leute, dann mach die kaputt. Mach die kaputt. Los. Was für Asien? Das hier ist doch nicht Asien, Leute. Oder bin ich gerade total blöd? So. Weg damit. Wurde aufgerieben. Die alte Stadt hat kapituliert. Babylons Schätze gehören Alexander. Aber sehr er schön. Muss persönlich in die Stadt kommen, um sie einzufordern. Oh, okay. Gut. Dann, Alexander. Komm mal in die Stadt. Hi. So. Die Babylonier haben euch die imperiale persische Schatzkammer übergeben, Gebieter. Eure Truhen sind wieder gefüllt. Sehr schön, Leute. Oh, wie geil. Wir haben jetzt noch mehr Ressourcen. Das heißt, wir können die Leute hier noch mehr upgraden. Genau, Leute. Die sind voll. Die können wir noch ein bisschen stärker machen. Und vor allem auch die Reiter. Die können auch mal ein bisschen mehr aushalten hier. So. Und ja, ansonsten, wir brauchen noch mehr Fahrlangen. Ja gut. Zivilisationspunkte. Brauche ich nicht. Ich glaube, wir haben es auch bald geschafft hier mit den Griechen. So, Leute. Fahrlangen. Dann bauen wir mal hier 13 Stück. Genau. Und die lasse ich dann einfach hier zukommen, würde ich sagen. Oder wobei, Moment. Nein. Nicht nur Fahrlangen. Wir können ja, glaube ich, noch hier was bauen. Genau. Jo, das war's schon. Okay, gut. Alles klar, dann baue ich jetzt noch ein paar Einheiten. Und währenddessen können die hier ja schon mal hier oben hin. Genau, Leute. Und ja, ich freue mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Griechenkampagne. Bis jetzt ist das ja wirklich noch machbar, ne? Aber ich habe halt echt schon so ein bisschen Respekt vor der Weltkriegskampagne. Weil die wirklich heftig sein soll. Das habe ich nicht nur einmal gehört. Und ja, wie gesagt, genießen wir noch die einfachere Griechenkampagne. Und ja, nehme Empire Earth jetzt auch in 1080p auf. Oh. Alexander sah zwei Möglichkeiten. Er könnte dessen Stadtzentrum zerstören, eine Siedlung bauen und dann in ein eigenes Stadtzentrum umwandeln. Oder er könnte das Dorf plündern. Alle Gebäude schleifen und nach Gold oder Eisen durchsuchen. Beides hatte seine Vorteile. Doch was war besser? Ich glaube, diesen Text haben wir beim letzten Mal auch schon gehört. Ich glaube, wir machen hier einfach alles kaputt. Das ist, glaube ich, besser. So, was haben wir hier? Zerstören Sie das Stadtzentrum der Bergstämme. Ah, okay. Bergstämme sind es jetzt. Das sind jetzt keine Beduinen, das sind Bergstämme. Alles klar, dann macht das mal kaputt. So. Mach mal alles kaputt hier. Zack, zack, zack. Ja, wir betreiben Barbarismus. Und der König geht wieder nach vorne, ne? Das ist so blöd. Wirklich. Ja gut, alles klar, dann mach die kaputt. So. So, dann machen wir hier noch die ganzen Sachen kaputt. So. Einfach alles hier abschleifen. Ja, das ist irgendwie ein komisches Wort für abschleifen, aber es ist halt so. Gut. Macht er kaputt. Schaut euch das an. Richtig krass. Und ja. Leute, Empire Earth, richtig geil. Was wollt ihr? So. Dann hier unten weitermachen, bitte. Was macht der denn da, Philotas? Du haust einfach auf ein Haus drauf, ne? Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, Leute, die Bergstämme. Alle kaputt machen, bitte. So.
Wir machen einmal Einheimische platt. Ja, das ist so. Wurden ausgelöscht. Oh, sehr schön. Häuser wurde an Alexanders Kriegskasse geliefert für den Thron. Sehr schön, aber ich glaube, wir haben Einheitenlimit, ne? Ja, wir haben Einheitenlimit, Leute. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob das reicht. Ich hoffe mal. Kann ich hier noch irgendwelche... Die hier, ja. Dann mach mal, dass die noch mehr Reichweite haben. Ich habe jede Menge Eisen, ne? Aber Eisen... ich habe keine Nahrung mehr. Okay, Leute, baut eine Mühle. Ja. Baut einfach eine Mühle. Ihr seid genau 8. Das passt, Leute. Baut einfach eine Mühle. Weil falls wir da mehr Einheiten brauchen... So, das ist dann Team 1. Das ist dann... Ja, gut. Ist in Ordnung. Wobei, eigentlich kann ich alle nehmen. So, Leute. Die letzte Schlacht der Griechenkampagne steht an hier. Oh mein Gott. Das wird heftig. Ich sag es euch. So. Wo geht's denn hier weiter? Die Welt ist nicht genug. Genau, James Bond. Hier kommt, glaube ich, jetzt eine Schlacht, kann das sein? Für Ruhm und Ehre. Die Schlacht von... wir sind auf die imperiale persische Armee unter Imperator Darius und seinem Befehlshaber Feldherr Bessus gestoßen. Männer, zum Kampf! Wenn wir ihre Armee vernichtet haben, Gebieter, zweifle ich nicht, dass sie fliehen werden, wie am Fluss Granicus. Okay, aber ich glaube, das hier ist ein bisschen heftiger, oder? Die haben Elefanten. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Oh ja, das ist heftig. Oh ja. Ach du Heilige, das ist heftig. Ja, aber wisst ihr was? Ich glaube, das schafft ihr. Das schafft ihr, Leute. Oh. Was? Das war's schon? Okay. Krass. Mach diesen Elefanten da kaputt. Bitte was? Die ziehen sich schon zurück? Oh mein Gott. Okay. Was sind das denn für Weicheier? Gaugamella. Okay, Leute. Das war ja wirklich nicht schwer. Gut, dann halt euch mal. Ja, ist in Ordnung, eure... euer Modus hier. So, schön heilen alle. Ich weiß nicht, wer hier heilt, aber ich glaube, das bist... Bist du das? Ah, nee, der Alexander. Ah, okay, der heilt automatisch die ganzen Einheiten. Gut, dann heil mal alle, Alexander. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht, ja. Endlich mal eine Mechanik, die funktioniert. Cool. Er ist fertig, alles klar. Wir haben 4 verloren, aber das ist nicht schlimm. So, geht's hier weiter jetzt? Oder hier, ne? Hier vielleicht, ja. Jo, wir kämpfen uns hier immer weiter durch, wirklich. Wir sind bald... mit der Griechenkampagne fertig. Wir sind bald fertig, tatsächlich. Es ist nicht mehr viel. Leute, es ist nicht mehr viel. Was? Ist hier Wasser? Oder warum lauft ihr da nicht hin? Ja, hier sind ein paar Bäume, aber... kann man nach wie vor dran vorbei. Ja, okay. Nee, okay, gut. Dann hier oben lang. Alles klar. Hier sind so Fächerpalmen. Cool, Leute. So, wir haben wieder Ressourcen. Also wir haben jede Menge Eisen, klar. Aber das reicht nicht. Das reicht natürlich nicht. Ich brauch Gold, Leute. Ja gut, egal, Leute. König Alexander, Krieg um Babylon. Ja, beziehungsweise Babylon haben wir ja schon platt gemacht. Ne? Wir brauchen hier Xerxes Grab und hier. Tempel des Zeus. Krieg in Persien ist es, genau. Aha, da ist er, da sind sie wieder. So, dann machst du kaputt, los. Da sind so blöde Elefanten wieder. So. Hinter diesem Gebirgspass liegt die Stadt Persepolis, Hauptstadt des Persischen Reiches. Alexander wird Persien erst erobert haben, wenn er im Triumphzug in die Stadt reitet. Moment mal, Leute. Ich muss mal gerade ganz kurz was gucken hier.
Die Könige. Die Könige, wenn die wieder kaputt gehen, ey, das ist so. Das wäre so heftig, Leute. So, mach die Reiter kaputt. Stinknormale Reiter hier. So. Gut. Ah, alle bitte zurück. Verdammt. Nicht, dass die Könige wieder hier kaputt gehen. Vernichten Sie die Verteidiger von Persepolis. Okay. Allerdings würde ich das ganz gerne nochmal kurz zwischenspeichern. Ich habe irgendwie Angst. Irgendwie, dass die Könige da wieder irgendeinen Blödsinn machen. Hallo? Was macht ihr denn? Geht ihr mal bitte dahin? Alexander, heil mal bitte alle. Ich finde das so cool, wie das automatisch funktioniert. Mit dem Alexander. Richtig cool. Eure Befehle? Der heilt wirklich alle automatisch durch. Das ist krass. Jo, Alexander, hi. Mach du mal deine Arbeit. Alles klar. Schön die Armee heilen hier. Der Olymp spricht? Der Olymp spricht, genau, Leute. So, ich glaube, wir können gleich wieder. Richtig cool die Mechanik. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, jetzt dabei zuzugucken, aber ist in Ordnung. Wir sind auch schon fertig. Sehr, sehr gut. Ja, dann. Dann macht man hier alles kaputt. Mach die Türme im Arsch. Da ist der König, Darius. Alles klar. Mach die Türme im Arsch. Boah, die halt. Ach du Heilige. Ach so, nee, das sind die Mauern. Okay. Ich verstehe schon, ja. Den Turm bitte kaputt machen. Alle bitte auf den Turm hier. Los. So. Mach diesen Turm weg. Was war jetzt? Sehr, sehr gut. Alles klar, Leute. Dann. So, aufmachen. Los. So, wegmachen hier. Los. Der Alexander ist natürlich wieder als erster rein, ne? Ist klar. So, dann macht man das Tor hier im Arsch. Aufmachen. Los. Oder nee, nee, nee. Moment. Nein, nein, nein. Macht hier die kleine Mauer. Der Alexander ist schon drin. Alles klar, Leute. Wir haben 24. Ja gut, ist egal. Gut, Alexander. Guck mal nach vorne, bitte. Ob hier irgendwas noch ist. Die Welt ist nicht genug. Vernichten Sie die Verteidiger von Persepolis. Ja gut. Der Alexander, ey. Geht er alleine hier durch die Schlucht. Ach du Heilige. Ah! Verdammt. Was sind das denn für Wölche? Persische Unsterbliche, okay. Was wollt ihr? Lasst die mal das Tor aufmachen. Mach mal das Tor auf, Leute. Ich habe keinen Bock, dass ihr jetzt so lange hier... Mach mal das Tor auf. Mach das Tor auf. So, rein da. Los, alle rein da. Zack. Alle rein hier, los. Egal, Leute, das reicht. So, dann kaputt machen. Sehr schön. Ja, die müssen leider draußen bleiben. Ja. Reiter müssen draußen bleiben. Ja, das ist... So, wir sind gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Der Alexander ist mal wieder ganz vorne. Das ist natürlich wieder suboptimal. Ganz klar. Ach du Heilige. So, mach die kaputt. Blöden Elefanten da. So, Leute, Schlacht hier. Alexander, komm mal bitte nach vorne mit. Ah ne, das ist der Alexander, das ist der Philotas. Ah, ich verstehe. Alles klar. Ja dann. Mach die kaputt. Die blöde Steinschleuder noch. Oh Gott. Autosave. Oh Gott, geil. Bei Persepolis besiegt. Während letzter Widerstand noch ausgeräumt wird, muss Alexander zu Xerxes Grab in der Stadt reiten. Die Eroberung dieses Symbols persischer Macht wird die Krönung seines Sieges. Oh, geil. Ah, die haben's auf. Hä? Okay. Das verstehe ich nicht. Egal. Leute, wir stehen vor dem Ende der griechischen Kampagne. Das war die letzte Schlacht. Bringen Sie Alexander zu Xerxes Grab in Persepolis. Alles klar. Alexander, Xerxes Grab. Hier rein. Los. So, rein hier.
Hi, Alexander. Alexander hat Persepolis betreten. Sobald er Xerxes' Grab erobert hat, werden 100 Jahre der Demütigung der Griechen endlich gerecht sein. Was wollt ihr? Erobert? Okay. Du sollst zu Xerxes' Grab, okay. Attentäter! Eine weitere Verschwörung gegen Alexanders Leben kam ans Licht. Oh. Du musst alle Verschwörer ins sichere Grab bringen. Ach du Heilige! Okay. Nein! Nein, 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 mach die kaputt! Mach die kaputt! Mach die kaputt! Boah, Gott sei Dank. Wir haben es, Leute! Wir haben es richtig gut. Richtig gut. Oh, yes. Die Attentäter sind tot. Und Xerxes' Grab wurde erobert. Alexanders Triumph in Westasien ist vollkommen, aber von einer Erkenntnis getrübt. Philotas, Kommandeur der Kavallerie, gehörte ebenfalls zu der Verschwörung. Der einst treue Freund muss jetzt hingerichtet werden. Nun ja, der Weg zur Größe ist niemals leicht. Es heißt, Alexander habe geweint, als er keine Länder mehr zu erobern hatte. Aber vielleicht gab es auf dem Höhepunkt seiner Macht auch einen anderen Grund für seine Tränen. Okay, krass, schade, Philotas, du warst ein Cooler. So, und? Wir haben's! Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Wir haben die griechische Kampagne. Alle Einheiten sind weg. Okay. Naja, egal. Wir haben die griechische Kampagne tatsächlich geschafft, Leute. Die antike Kampagne ist durch. Ja, Alexander. Was wollt ihr? Genau, der gute Alexander. Richtig gut. Und ja, Leute, wir haben die griechische Kampagne geschafft. Das war doch mein episches Ende, oder? Müsst ihr doch zugeben. Und gut, Leute, dann würde ich mal sagen, ja, nehmen wir Abschied von den altertümlichen Strukturen, von diesen Gebäuden und schreiten in eine neue Kampagne tatsächlich. So, Leute. Genau, die letzte Spielübersicht hier. Genau. Das war's, Leute. Die griechische Kampagne ist geschafft. Ja. Ich würde sagen, wir spielen direkt jetzt die nächste Kampagne. Wir gehen direkt in die nächste Kampagne über, und zwar in die englische Kampagne. Und jetzt eine kurze Pause, bitte. So, da bin ich wieder, Leute. ja, wie gesagt, also wir gehen jetzt in die englische Kampagne, und ihr seht, es sieht alles viel... schon einiges moderner aus hier, mit Burgen im Hintergrund und Rittern. Es geht ins Mittelalter. Ja, Leute, es geht mit die Rückkehr des jungen William. Beginnet mit dem 11. Jahrhundert nach Christus, kämpften England und Frankreich über hunderte von Jahren hinweg, sowohl in Europa als auch in der ganzen Welt um Land, Ehre und Bedeutung. Die Streitigkeiten reichten von kleineren Infanterieschmitteln bis hin zu ausgewachsenen Kriegen. Doch konnten sich selbst entscheidende Siege weitere Kampfhandlungen nicht lange verhindern. Okay. Übernehmen sie die Kontrolle über England und führen sie seine Streitkräfte in einen der größten internationalen Konflikte der Geschichte. Ja, Leute, ihr merkt, es ist schon... ja, wir haben jetzt einfach mal 1000 Jahre übersprungen. Richtig krass, aber ich würde mal sagen, es geht um König William. Alles klar, dann hören wir mal zu. William kniff im Morgengrauen die Augen zusammen und hielt im Dickicht nach Feinden Ausschau, die sich in der Nähe aufhielten. Er winkte seiner kleinen Schar von Männern zu folgen und schlich lautlos zwischen den Bäumen hindurch, Augen und Ohren offen. Um seine rechtmäßige Position als Erbe des Herzogtums Normandie betrogen, hatte sich William jahrelang als Ausgestoßener verstecken müssen. Nun war es an der Zeit, seine Anwesenheit in der ganzen Normandie bekannt zu machen. William sann auf Rache für die Ungerechtigkeit, die ihm Lord Toustin, Gouverneur von Falaise, angetan hatte. Er würde die Normandie erobern. Und vielleicht noch mehr. Der Gouverneur von Falaise. Oh Mann, das Französisch, ey, das ist so bescheuert. Falaise.
Aber gut, nichts gegen unsere französischen Freunde. Es ist einfach nur witzig, wie die manche Namen aussprechen. Er kniff im Morgengrauen die Augen zusammen. Genau, Leute, Schlacht von Normandie. Nicht die aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern die mittelalterliche Schlacht. Genau, Liebling. Ach, Liebling sag ich schon. Nein. Genau, und dann würde ich mal sagen, jo, reisen Sie über Land und suchen sich Verbündete, bis Sie die Brückenwache besiegen konnten. Eine meiner Lieblingskampagnen. So wollte ich das sagen. Und ja, William muss überleben. Alles klar, haben wir hier noch irgendwelche Geschichte? Genau, Leute, für alle, die dies lesen wollen, 1027 geboren, ja. Gut. Gibt's hier noch... Was ist das hier? Ah, okay. 1040, ja, 1000 nach Christus. Alles klar. Ihr seht, Burgen, Leute. Es sind jetzt keine Dörfer mehr, es sind Burgen. Das ist so cool. Und dann würde ich mal sagen, legen wir einfach mal los. Cutscene, Leute. Meines Vaters alter Freund ist Bürgermeister östlich von hier. Vielleicht hilft er uns. Na, das war ja eine sehr lange Cutscene. Feindliche Bogenschützen voraus. Oh, was ist denn hier los? Hier beginnt der Weg zum Herzogtum. Oh, das ist aber... Was war das denn? Oh, schaut mal hier, Leute. Wir haben tatsächlich neue Einheiten. Wir spielen im Mittelalter. Wir haben Langschwertkämpfer. Genau, die Schwertkämpfer, die sind richtig stark. Und wir haben Bogenschützen, Langbogenschützen, richtig gut. Und wir haben hier unseren... Sachsenhunde. Wir haben hier unseren König William, Leute. So. Ja, wir haben neue Einheiten, wie ihr seht. Langbogenschützen, Ritter und hier die Schwertkämpfer. Richtig cool, Leute. Schwertkämpfer, genau, wir sind im Mittelalter. Und wir spielen als England. Ist klar, würde ich sagen. Macht die einfach mal kaputt. Und nochmal eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Ja, machen wir einfach mal weiter hier. So, zurück zum Spiel. Wir müssen diese Bogenschützen hier kaputt machen irgendwie. Gut, Leute. Der kann heilen irgendwie auch, ne? Der kann heilen, ja. Moment. Der heilt, ja, genau. So, Sachsenhunde. So, genau. Hier dieser Bürgermeister, Normandie. Genau, Leute, wir sind in Frankreich. Wir sind in Frankreich und wir müssen uns jetzt hier einige Armeen besorgen, die uns helfen. Genau, die König William helfen. Und genau, in dieser Kampagne wird es auch komplett neue Zivilisationspunkte geben. Wie ihr seht, null. Nichts mehr da von den Griechen. Ist aber auch klar, weil wir jetzt die Briten spielen. Ja. Und ja, dann gucken wir einfach mal, ob der uns hilft hier, der Bürgermeister. Hallo. Normandie. Ja, Cutscene, Leute. Was ist euer Begehr in unserer Stadt? Ich bin William, rechtmäßiger Herzog der Normandie. Während König Heinrichs Invasion stahl Lord Tustin, was durch Geburtsrecht mir gehört. Ich bin gekommen, euch um Hilfe zu bitten. Helft ihr mir, so will ich es euch vergelten, wenn ich erst Herzog bin. Wohlan, junger William. Euch soll geholfen werden. Möge Gott mit uns sein. Ah, okay. Sehr schön. Können wir hier... Oh, wir können... Können wir leider nicht. Schade. Ich dachte, wir können es hier... Unsere Macht wächst. Ich kenne eine Stadt im Nordwesten von hier, die uns ebenfalls Unterstützung gewähren mag. Hier, okay. Auch Normandie. Alles klar. Ah ja, Leute. Die Armee wird schon immer größer, ja, muss ich sagen. Gut, Leute. Ah, stimmt, wir haben zum ersten Mal hier die Ritter. Leute, schaut euch die mal an. Hier, Ritter. Cool. Wir sind tatsächlich im Mittelalter. So, für die brauchen wir auch das Gold. Hier, die Ritter, Leute. Richtig geil. Wir haben jetzt klassische Mittel... Mit eurer Ehre, genau. Wir haben jetzt klassische Mittelalter-Einheiten. So gut, wirklich. Führung und Ehre, jawohl. Ihr seid so cool, ne? Oh, wir haben hier... Pikeniere. Richtig cool. An die Säbel und an
Pikeniere vorwärts. Wir haben jetzt wirklich alles an Einheiten, wirklich. Mittelalter. Geil, Leute. Gut, wir müssen auf den Wegen bleiben, ne, glaube ich. Hier geht's, glaube ich, schon in die falsche Richtung. Mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen. Oh ja, Leute. Genau, und ja, willkommen im Mittelalter. 1000 nach Christus. Genau, Leute. Sammelt euch mal bitte da. Nicht aufteilen, weil das macht keinen Sinn, sich aufzuteilen. Weil sonst werdet ihr da aufgerieben. Ja, und das ist nicht toll. Ganz und gar nicht toll. Oh. Helft uns. Banditen belagern uns. Okay. Ja, dann schneller. Mach die kaputt. Banditen. Banditen als Ritter. Und Langschwertkämpfer. Ja, klar, Leute. Wirklich. Mach die kaputt. Los. Mach die blöden Banditen kaputt. Ah, sehr gut. Retter unserer Stadt. Wir können euch wenig für eure großmütige Rettung geben, aber bitte nehmt dieses Schwert. Ein Meisterstück unseres Schmiedes. Die beste Klinge der Normandie. Ihr habt gewiss Verwendung dafür. Nehmt, was ihr braucht. Die Stadt gehört euch. Sehe ich dein Verarmbrustschützen? Oh mein Gott. Wie geil. Wir haben also die Stadt unter Kontrolle. Hä? Ach. Hä? Ah, okay. Ich dachte schon. Okay. Wir haben Armbrustschützen. Ach du Heilige, das ist ja mal geil. Armbrustschützen, die ziehen richtig viel ab, Leute. Armbrustschützen sind so gut und wir können zum ersten Mal Punkte verteilen. So, jetzt müssen wir uns nämlich ein paar andere Prioritäten setzen. Und zwar Infanterie-Schwertkämpfer. Angriff. Und auch Distanzangriff haben wir theoretisch, aber Moment. Wir haben auch hier die Fußsoldaten, die normalen Bogenschützen, Panzerung. So, zack. Machen wir das einfach mal so. Ja, Milord. Milord. Sachsenhunde. Sachsenhunde. Sind wir jetzt hier bei Star Wars oder was? Milord. Okay, gut. Für Gott, um nach Falaise zu gelangen, okay. Ja gut, Leute, alles klar. Dann würde ich mal sagen... Oh, was ist das denn da für einer? Ui, oh, direkt kaputt. Diese Armbrustschützen, ey, die sind so hammer, wirklich. Diese Armbrustschützen, Leute. Da würde ich sagen, ja, macht die mal kaputt. Alle Einheiten, die sich euch da in den Weg stellen. Oh, und? Tach. Für die Krone. Neue Katzi. Seid ihr der, den man William nennt? Wir haben von eurer Lage gehört und geloben euch Treue, dem künftigen Herzog. Ah, cool. Also die... Nun sind wir stark genug, den Fluss zu überqueren und Falaise zu stürmen. Ja, okay, Leute. Besiegen sie die Wachen von Falaise und betreten sie die Stadt. Alles klar, cool. Leute, wir haben mehr Einheiten. Lord. Star Wars. Wobei, wir wissen ja noch gar nicht, was hier unten ist, ne? Geht mal bitte zurück, Leute. Geht mal zurück. Ich will noch wissen, was hier ist. Genau. Deswegen will ich jetzt noch nicht hier oben her. Sondern marschiere noch mal kurz zurück. Allerdings sehe ich gerade, ich habe auch nur noch eine Minute. Die laufen einfach durchs Wasser. Ja, genau. Schönes Bad nehmen, ne? Ja, Milord. Milord. Wir sind echt bei... Oh! Lord Tostin. Okay. Da waren gelbe Leute. Alles klar, ich glaube, wenn die unten ankommen, dann mache ich auch mal Schluss für heute. Da habe ich 5 Folgen aufgenommen. 3 Folgen Commander Conquer, 2 Folgen Empire Earth. Das ist schon krass. Schon echt krass. Und... Gut. Hoffe ich mal, dass die sich jetzt bald mal beeilen hier. Sachsenhunde. Die Sachsenhunde. Genau. Und ja, dann sind wir erfolgreich in die zweite Kampagne gestartet hier. In die Mittelalter-Kampagne. Sehr, sehr gut. Cool, Leute. Jo, dann würde ich mal sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht meine Uhr an. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Aber jetzt unter Briten. Genau. Ach toll.
Da war ein Autosave oder was, ne? Spiel speichern? Ne, Briten. Alles klar. Cool, Leute. Ja. Wie gesagt, lasst mir ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, stehen genau in der Mitte. Würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.